willkommen zu einem neuen Test von mir. Heute gibt es zu sehen die Vipers von Leslie, eine Neuheit 2014-2015. Es sind 36 Stück in einer Packung und die haben insgesamt fast 62 Gramm NEM. 61,2 Gramm, um genau zu sein. Ich habe sie schon mal aufgemacht. Sehen so aus. Also im Spanish Cracker Style. Ich finde es eigentlich recht schön gemacht für die Böller. Fühlt sich auch nicht wirklich billig an, das Papier. Ja, bin gespannt, wie sie sind. Und wir sehen uns am Ende des Videos zu einem Fazit wieder. Gibt's. Was? Gibt's? Ja, geht, ne? Ja, aber die anderen waren genauso gut. Die waren schon älter. Noch einen. War schon besser. Ja, hallo, zurück zum Fazit. Also, wie ihr gesehen habt, der erste war nicht wirklich so gut. Der zweite dafür umso besser. Kann man natürlich nicht vergleichen mit einem Booster, einem Big Booster oder sonstigen großen Böllern, weil es ist einfach, ja, es sind kleine Böller mit wenig NEM. Aber ansonsten für ihre Größe würde ich sagen, sind die wirklich ordentlich. Kosten 5 Euro die ganze Packung für 36 Stück, also kann man da nicht wirklich meckern. Ich finde schon, dass es sie wert sind, 36 Stück. Und würde die auch wieder kaufen, machen wirklich Spaß. Und ansonsten schauen sie auch schön aus, also wäre mir ehrlich gesagt jetzt lieber als ein Schinken voller, keine Ahnung, Vico, irgendwas, Kinderböller oder so. Ja, aber ihr müsst es selber wissen. Dann sehen wir uns gleich wieder, möchte ich noch was zum Gewinnspiel sagen und zu kommenden Videos. Ja, bis gleich. So, hallo nochmal. Ihr seht hier einen kurzen Ausschnitt oder einen kleinen Ausschnitt vom Gewinnspiel und ich möchte auch nochmal was dazu sagen. Also es freut mich echt riesig, wie viele Leute mitmachen. Erst allein beim ersten Video vom Gewinnspiel selber waren es, glaube ich, mit meinen Antworten 180 Kommentare. Das ist der Wahnsinn. Und seitdem kommen wieder für jedes Video mindestens 50 Kommentare. Ich lese mir auch alle durch, kann nur mittlerweile nicht mehr auf alle 50 pro Video antworten, da ich ja nebenher auch noch studieren muss und andere Videos schneiden muss, da bleibt kaum mehr Zeit übrig. Ich dachte eigentlich, ich könnte das durchziehen und immer auf alles antworten, klappt aber nicht mehr. Ich habe mir jeden Kommentar aber durchgelesen und gehe kurz auf einige ein. Also manche wollten, dass ich mehr rede in den Videos, das wird auch zukünftig jetzt kommen. Ich werde zumindest bei alten Videos, bei denen ich noch nicht geredet habe, da war das einfach, weiß nicht, ich habe mir nichts dabei gedacht, habe da einfach abgefilmt und nicht groß geredet. Da werde ich jetzt halt immer ein kurzes eine kurze Vorstellung davor, beziehungsweise mindestens ein Fazit machen danach. Und ansonsten bei den zukünftigen Videos, die ich noch drehen werde, wird einfach immer dazu geredet unterm Video. Ich hoffe mal, das langt euch, dass ich immer eine Vorstellung und ein Fazit gemacht habe bei den Videos, bei den letzten. Das war eigentlich nur für die Neuheiten gedacht. Dann noch zu ein paar Vorschlägen von ein paar Leuten. Ich soll den King Cobra vergleichen mit ausländischen Böllern, das wird auch kommen. Ich werde noch vor Weihnachten in der Tschechei sein zum Zünden. Da wird das alles nochmal abgefilmt bzw. Tests damit gemacht. Über Feuerzeugvideos wird sich jemand freuen, das werde ich auch gerne machen. Ich habe bloß nicht viele Feuerzeuge, weil ich mir auch bloß ein oder zwei Exemplare geholt habe, die wirklich gut sind und seitdem brauche ich keine. Die kann ich aber gerne vorstellen. Jemand wollte, dass ich mal meinen ganzen Bestand an polnischen Sachen bzw. tschechischen Sachen oder ausländischen Sachen zeigt, das wird auch noch kommen. Es wird auch ein Bestandsvideo geben an deutschen Sachen, weil ich da auch noch eine Menge habe, bevor dann das Unboxing kommt und das kommt noch vor Weihnachten oder an Weihnachten von Röder. Und jemand hat geschrieben, das habe ich heute erst gesehen, dass er sich über Zeitlupenvideos freuen wird. Zukünftig werden alle Videos in 120 Bildern pro Sekunde gedreht. Bedeutet, dass man das einfach dann im Nachhinein, könnte man jeden Bildausschnitt auf, ich weiß nicht, ein Viertel der Videogeschwindigkeit runterdrehen. Und dann hätte man eben immer noch ja, über 25 Bilder pro Sekunde.
um exakt zu sein, 30 Bilder pro Sekunde und man hat das Video ein Viertel der Geschwindigkeit, was dann eine extrem flüssige Zeitlupe ergibt, also keine paar Bilder pro Sekunde, wo es dann extrem nach Ruckeln aussieht. Ihr werdet es dann sehen in Videos, ich weiß noch nicht, wann ich es einsetzen werde, da jetzt erstmal noch die etwas, was bedeutet älter, einen Monat alten Videos kommen. Und dann geht es aber mit neuen Videos auf jeden Fall weiter. Ich freue mich auf zukünftige Kommentare von euch. Ich werde mir wieder alle durchlesen und nochmal drauf eingehen, falls es was gibt. Und wünsche euch viel Spaß beim Gucken mit den anderen Videos und bis zum nächsten Mal.